Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirt Simulator 2015. Neue Woche, neues Glück und stehen geblieben sind wir hier irgendwo. Keine Ahnung. Muss man genau nachgucken. Hier bestimmt nicht. Hier auch nicht. Ich muss einfach gerade alles Tab drücken. Hier, da sind wir auch stehen geblieben. Muss man noch Stroh einsammeln. Hier ist der Kollege noch dran. Da muss man weitermachen. So. Der ist auch fertig, der ist auch am Arbeiten, der ist am Einsehen hier, genau. So. Da haben wir irgendwo da abkippen. Und immer noch am Wegfahren, sagen wir mal so. Der Raps, da wartet man noch ein bisschen. Dass der Preis sich erholt, vorher fahre ich den nicht weg. Körnermeister braucht noch, der muss noch bis zur nächsten Ernte warten, genauso wie Weizen und Gerste. Die müssen noch alle bis zur nächsten Ernte warten. Rapsen möchte ich aber gerne noch wegfahren. Allerdings, wie gesagt, erst wenn der Preis sich was erholt hat. Vorher absolut bestimmt, überhaupt nicht. So, aber ich muss gerade gucken, wo ist denn mein Dungstleue? Ja, der ist das. Ach, ich glaube, ich weiß, wo. Ja, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Den haben wir da unten stehen. Genau, genau. Wir erinnern uns. Na, hat ich hier abgehangen, weil ich den drängenden Traktor brauche. Ne? Ganz dringend sogar. Holen wir uns den mal gerade her und dann kann er natürlich oben schon mal anfangen zu düngen. Bevor er das aber macht, muss ich gerade noch was anderes nachgucken. Allerdings erst vorher hier angucken, na, da ist er ja. So, links, rechts, frei, fahren wir einfach mal durch. So. So, wäre das, muss ich einfach mal gerade. Nein, nicht P. Oh, muss ich da nachdrücken. Erstmal hier das wechseln. So, Wachstum sieht gut aus. Das ist fast eingesät. Das ist eingesät. Das ist eingesät. Die beiden müssen eingesät werden. Güllegrube 10.000. 108.000. Misthaufen 86.000. Ja, müssen gucken wir jetzt demnächst lang. Eventuell, wenn die Kuh schon stimmt, der tägliche Einnahmen, die täglichen wenn die täglichen Erhöhungen hiervon kommen, entsprechend muss man gucken, ob man da dann ein bisschen schon umscripten auf Gülle bzw. Mist. Da muss ich mal gerade was anderes nachgucken. Nämlich. Na. Dam, 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 dam. Ja, wunderbar. Decker müsst aufnehmen, das ist okay, das ist perfekto. Der ist mal zu klein. Machen wir den hier. Okay, okay, platzieren. Wahre Objekt ist, müsste auch da sein, ja. Das ist immer da. Aber wie gesagt, da kommt erst sehr, sehr viel später. Da werde ich mich so platzierbar am Misthaufen setzen an den entsprechenden Feldern, sprich 23 und was war das andere? 13. Oh, nehmen wir 20. Ne, wir nehmen 20 einfach. Passt wunderbar. In der Größe, ja, ungefähr gleich mit 23. Du musst da hier jetzt einen Container hinsetzen. Einen Haufen, wo ich dann von den Kühen den Mist dahin bringen kann, damit ich im anderen hin und her switchen muss für den verdammten, ja, das jetzt sagt schnell. Für die verdammte Dünge, damit ich halt immer so weit fahren muss. Aber dazu irgendwann später mal mehr. Dort sind wir ja noch nicht. Ich muss erstmal hier auftanken. Dann kann der nämlich schon mal die Zucker. Dann schon mal den Raps einsehen. Einsehen. Düngen. Na, dazu tun wir gerade den Kollegen nach unten verfrachten, dass der auch ja hingeht und
unten schon schön einsehen kann. Ah ja, man kann ja da liegen. So, einmal, zweimal, dreimal. So, eingelegt haben wir alles, was wunderbar, das ist doch perfekt. So, dann kannst du das hier düngen. Sehen. Du mich aber auch jetzt hier. Halleluja. So. Jumpy, jumpy, dum, dum, dum. So, dann muss ich gucken. Was hatte ich da wo eingesät? Okay, hier unten muss Gerste. Auf der Kleidung kommt die Gerste diese Tour. Dann wollen wir das einfach mal gerade machen. So, als weitergehen. So, dann tun wir auf jeden Fall heute Stroh fertig machen. Den Kühen hat man der runtergebracht. Lalalala. So. So, mein kleiner Schirm, brav. Jetzt sagst du hier arbeiten. Mal schön ordentlich, aber ja. So, der ist auch gleich fertig. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Das hätte ich eigentlich jetzt gebraucht, aber ich brauche jetzt erstmal den Kollegen hier. Weil ich sonst kommen sehe, dass der den, würde ich sagen, dass der den, den Dünger aufhält. Nein, das ist verkehrt, Bolz gewesen. Den Bolz brauche ich. So, jetzt wäre gut zu wissen, wo hatten wir den Ende? Naja, wir nehmen uns einfach hier die Spur hier an und dann sind die Tür. Ich glaube, du wolltest nicht viel tun, ob ich jetzt hier oben anfangen oder unten anfangen. Am Auge behalten. So, einmal Pickup senken und freie Fahrt mit Marzipan. Ja, ich tue doch mal diese Folge auf jeden Fall fertig kriegen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Und dann, wie gesagt, müssen wir mal als nächstes dann die nächste Sämaschine kriegen, nächste Kondor holen. Eben halt, damit wir gleichzeitig arbeiten können mit allem drum und dran. Und natürlich schon mit Lauf der Zeit noch entsprechende Traktoren dazu hole, zusätzlich. Weil sonst habe ich nachher die Scheiße. Weil ich einfach zu wenig Maschinen habe, Traktoren habe, ich mich andere mit dem Wechsel beschäftigen muss, beziehungsweise ich die Traktoren zum Suchen bin. Einen Traktor suchen, den ich halt dran machen kann. Und das kommt nicht gut an. So. Also muss man denken, dass ich die letzte Fuhre Stroh noch im Ladewagen, das ich abtanke. Damit ich die am nächsten Morgen direkt zu den Kühen bringen kann. Damit die da ihre 6 Tage voll haben. So, der Luft ist gleich auch voll. 8 und fertig. So, mal gucken, was der Kollege hier macht. Das sieht ganz ordentlich aus, was er macht. Immerhin etwas. Man kann auf die Karte gucken, was er Dünger macht. Der kommt gut, auch wunderbar gut voran. So ist es nicht.
So. Bam, 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 bam. Das ist ein bisschen doof eingeparkt. Gefällt mir jetzt wirklich. So, jetzt holen wir uns erstmal wieder schön Geld. Das sind schon mal wieder 7000, die wir jetzt kriegen. Wenn er mal leer wird hier. So, wie vor dieser Folge, wenn ich Schulterstab Schrotkarte kriege. 7.071 €, so wo waren wir? Da waren wir. Aber da sehen wir kein Problem, das werden wir auf jeden Fall heute schaffen mit Stroh. Da bin ich doch recht zuversichtlich. So, der Lambo ist fertig. Erstmal ist eingesät. Zu Römern auch schon eingesät. Da fehlen mir gesagt nur noch die Felder jetzt hier unten, die anderthalb Felder. Aber das ist auch eine Sache von ein paar Minuten jetzt nur noch. Wenn ich mich nicht so doof anstelle, halt. So, bevor ich den, die Sämaschine aber hier oben hier ansetzen muss, ich die jetzt gleich auf jeden Fall mal voll machen. Weil, ich sag mal, 30%, die dann noch übrig bleiben gleich, die sind einfach zu wenig. So ein 30-35% für das Feld. Da habe ich sonst nachher wieder zu große Ausgaben. Und da kann ich gut und gerne drauf verzichten. So einzeln, 4 Spuren noch. Ja, das passt. Das ist immer dicke in diese Folge. Haben wir gerade mal Halbzeit. Warte mal, wenn wir mal die Kartoffeln irgendwann mal haben. Weil da das eine, da muss man so dermaßen aufpassen, so extrem aufpassen, das ist echt nicht mehr witzig. Ich werde aber auch ändern, indem ich dann die Kartoffeln auf Feld 23 setze und die Zuckerrüben auf Feld 20. Denke ich mal, ist die beste Lösung, die ich machen kann. Denn die Kartoffeln, die sind so schnell leer in der Sämaschine, dann muss ich da oben bleiben, damit ich das immer wieder auffüllen kann. Gut, ich könnte mir jetzt hier so ein Platz wie das Ding hinsetzen, aber dann zahle ich Geld und ich hole dann lieber die Kartoffeln aus meinen eigenen Beständen. Kostet mich nämlich überhaupt nichts. Kostet mich nur, wenn der Helfer dann ankommt und dann es von sich nachkauft. Das ist nicht gut. So, Dünger, was bist du? Bist du? So, der sagt, er ist jetzt gleich, ist fertig da oben. So, auf den Schwan streichen verzichte ich jetzt ganz einfach. Da gebe ich jetzt nichts drauf. Das ist jetzt relativ unwichtig. So, perfekto angesetzt. Du bist gut zugange. So ist nicht. Dann kann ich dich da hinten jetzt wieder hinsetzen. Wenn du hinhörst. Und dann würde ich mal sagen, direkt an den Hänger koppeln. Für eben halt hier den Mais reinzutun. Ich habe nämlich lieber den an dem Maishänger, weil dann noch eine gute Strecke ist zu fahren. Und der Seine ist auch einfach zu schwach wie auf der Brust, das ist wie wenn der das schaffen würde. So, freie Hängerwahl habe ich gehört. Sachen sagen natürlich nicht nein.
Wieso ist die Zeit, habe ich die Zeit vorgedreht? Weil ich mal mit einer sah, die es in der Wirtschaft geschafft. Wer weiß. Das Feld ist weit fern, muss noch gedüngt werden. Dann wird das gleich alles gemacht. So. Wunderbar. Zack. Na. Bam, 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 bam. So. Da war auch noch ein Stück, was jetzt nicht gedüngt wurde. Oh, er hat's gedüngt. Okay. Hab nichts gesagt. Wir haben hiermit alles zurück und behauptet das Gegenteil. So ist das Feld auf jeden Fall praktisch. So. Dann einmal auffüllen, dann kann er sich um die Zuckerrüben kümmern. Die hat er ja auch schnell gedüngt. Denn sie sind auch schnell gedüngt. Ah. Ich mach die Augen zu. Oh, wo ich jetzt sehe, wie viel Geld da jetzt wieder reingeht. Ich muss mal schauen, wie viel Geld das ist drin. Okay, zeigt ihr mir jetzt, ne? Ah doch. Na gut, 896 Euro, da kann ich mit leben eigentlich. Was da noch für eine komplette Tankladung? Halleluja. Oh, die hat schon vorher doppelt und dreifach wieder drin. So, der das jetzt. Ist der dran? Einmal gerade umswitchen. Dann jetzt Startup-Dinge. Einsehen. Jetzt gleich bin ich hier mit einem Spruch bin. Allerdings vorher ein Gas will ich nicht anfangen, weil der ist nämlich bei weitem schneller als sie, meine Wenigkeit. Um. Lass mir das mal auf sich beruhen jetzt. Wenn ich den letzten paar Spuren bin, dann kann er gerne anfangen zu sehen. Upsa. Der Taste. Dann habe ich damit auch kein Problem. So, das ist jetzt noch der Hänger und noch einer und der Rest bleibt dann üblich für die Kühe. Beach, Beach, ja, ich weiß. Also, wir haben jetzt noch 2 Minuten, aber das Strommarsch auf jeden Fall noch fertig. Aber also, wir kommen noch ein, zwei Minütchen von dran. Da ist jetzt kein Vertrag mit. So. Hier das. Das, das, das. Dann noch 3 Spuren. So, dann horchen wir jetzt dann noch der Zeit genug Geld kriegen für die Kondor, die zweite. Ich glaube, die kostete 160.000, ne? Bam, blam, bam, bam. Ja, 160.000. Das ist schon ein bisschen was. Naja, jetzt kriegen wir aber noch alles geregelt. Das muss aber auch bald fertig sein eigentlich. So, dann kann er von mir aus jetzt anfangen zu sehen. Meines Erachtens noch, weil bis auf der dann hier ist, habe ich die 2 Spuren dicke weg. Okay, 2 1/4. 2 1/16. Egal, er kann auf jeden Fall anfangen. Dann Nummer 1, 2 und 3. Zack, so, dann kannst du hier anfangen.
Ich kann hier anfangen. Der Geram schon locker wieder drin. Und was man gerade eben in die Domschau reingeknallt, dann sollte eigentlich auch bald fertig sein. Der ist gerade fertig geworden. Und den tun wir aber nächste Folge erst ansetzen wieder. Ups, da bin ich ein Tickel zu früh losgefahren. Wird passiert. So, was wir jetzt hier noch sammeln, das werden wir auch nicht für die Kühe verwahren. Damit die was gleich haben für Schinzel. So, dann dies, das hier. Ah ja. So, wo ist denn mein Kamerakund? Ah, da ist er. Wollte gerade sagen, wo ist er denn? Na, jetzt nicht die Anfangen querfahren. Ich habe irgendwas Gefühl, dass ich nicht alles hier reinkriegen werde. Ein bisschen übrig bleiben wird. Und ich muss gleich die Crash-Bus-Gasche erstmal machen. Schon ganz vergessen. War schon wieder was überall frisch. Weil auch, damit ich jetzt einen Baum da festhängen. So, es ist gut, dass das hier so eine kleine schmale Spur ist. Da werde ich dann doch alles reinkriegen. Da wollen wir auf jeden Fall nächste Folge zuerst machen, da die scheiß Querspur noch machen. Da habe ich schon jetzt wirklich vollkommen vergessen. Naja, egal. Irgendwas ist immer. Das ist ja nichts Neues. Aber ich eh jetzt nach da oben fahren, kann dann eigentlich gleich machen. Aber ja, da machen wir erst die nächste Folge von Let's Play Lapis Simulator 2015. Wenn es euch heute gefallen hat, schaltet auch morgen wieder ein zu einer neuen Folge. Wir werden dann, wie gesagt, da die Querspur setzen gerade, werden den Dünger neu einsetzen, etc. etc. Und dann dürfen wir auch schon bald durch sein mit allem, dass wir die Zeit hochstellen können. So. Dann muss man gerade den Helfer hier raus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.